Hey ho Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Kingdom Hearts. Letztes Mal haben wir quasi nur trainiert und da bin ich auch über so ein paar Sachen gestolpert, die ich mir nochmal genauer angucken wollte. Unter anderem zum Beispiel die Glockengeschichte. Die Gegner haben wir hier zum Glück ja schon platt gemacht, das heißt, die nerven uns auf jeden Fall nicht. So, und ich guck mir den Kram jetzt mal. Ich kann ja gar nichts machen. Was ist das denn? Ich dachte, ich kann ja jetzt irgendwas untersuchen. Nein, mein toller Plan. Okay, gut. Ich gehe, glaube ich, einfach mal runter zu den anderen Glocken. Das muss ja irgendwas damit zu tun haben. Kann ich da irgendwie... Oder... Nee, das wollte ich nicht. Okay, erstarren tust du auch nicht. Okay, ich habe absolut keinen Plan. Ich dachte, ich mache jetzt irgendwas Schlaues, aber leider ist es genau das Gegenteil. Alter, was ist los? Du Klette. Alter! So, gucken wir uns das Ganze mal an. Das kann ja wohl nicht so schwer sein. Das sind hier nur Glocken. Okay, ich gucke jetzt das mal an. Eine Glocke. Bei der Villa mit Kniff soll es eingegeben. Ja, da gibt es nicht nur eine, da gibt es drei. Ist halt die Frage, was das jetzt bringt, wenn ich darauf einkloppe. Wahrscheinlich gar nichts. Also, vor allem, sind damit diese Dinger da oben drauf gemeint? Was soll ich denn da machen? Also, ist das was, was ich jetzt schon machen könnte? Ihr könnt ja einfach sagen, ja. Und wenn ihr sagt, ja, dann probiere ich das mal aus. Aber nur, wenn es auch wirklich so ist. Nicht, dass ich irgendwie 30 Minuten lang versuche, diese Glocken irgendwie mit irgendwelchen Zaubern zu belegen. Und da passiert gar nichts. Ich gucke dich mal genauer an von der anderen Seite. Du siehst aus wie ein Stein. Okay, gut. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe ein bisschen Magie über. Ich mach mal Vita. Vor allem, er sagt nicht Vita, er sagt Leben. Ich meine, gut, es hat im Endeffekt dieselbe Bedeutung. Aber so heißt der Zauber nicht. So, genau, was ich noch machen wollte. Ich wollte zu Merlin latschen. Da muss ich eigentlich gar nicht hier lang gehen. Ich weiß gar nicht, was ich hier tue. Moment, ich hoffe, ich finde den Weg zu ihm. Und zwar habt ihr gesagt, diesen Stein, den man von Leon bekommen hat, dieses Ding, das muss man zur Kutsche bringen. Das habe ich mir gemerkt. Ich hoffe, ich kriege das gebacken. Ach, da geht's gar nicht raus. Ups. Vor allem, wie gemein ich bin, dass ich einfach weggehe. Ich Kameradenschwein. So, Wohnzimmer. Sind hier denn schon ein paar Hundis am Start? Oh ja, süß. Was macht der da? Ach, das sind zwei. Nicht die Vase umkippen. Das erinnert mich an meine beiden Kater. Die sind genauso, die schmeißen alles um. Die essen alles auf. Die knabbern alles an. Das letzte Opfer war, waren in ihr Kopfhörer von mir. Die sie einfach komplett durchgebissen haben. Das war nicht cool. Aber man kann ihnen ja auch nicht böse sein, wenn die dann halt irgendwie so niedlich gucken. Mit ihren Derp-Augen. Ich glaube, ich bin immer noch nicht richtig. Ach doch, ich könnte durch diese Gasse hier gehen, ne? Alter, du rückst mir ganz schön auf die Pelle. Seht ihr noch mehr? Nee, das war's. Oh Mann, oh. Jetzt kommt einer? Komm her. So, das soll keine Trainingsfolge sein. Also keine Sorge, wir machen heute bisher storymäßig wahrscheinlich weiter. Wenn alles klappt. Alter, ich kann hier auch kein Turbo einlegen, ne? Was ist das denn? Hier leuchtet irgendwas. Okay, das leuchtet aufgehört. Aber das ist nicht für da vorne, ne? Da bin ich ja schon mal gewesen. Hier kann ich auch nichts machen. Hier ist einfach nur ein Mond an der Wand. Okay, die ist ja tried. Hup. Hup. Irgendwie ist er schneller so. So. Lauf, 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 lauf. Do it, do it, do it, do it, do it, do it. Just do it. Hup, hoch da. So, wollen wir mal gucken, was das auslöst, wenn wir diesen Stein bei der Kutsche abgeben. So, wir können es erstmal aufladen. So, perfekt. Da ist die gute Fee. Hallo. Ich mache mir große Sorgen um Cinderella. Oha. Was, das war's jetzt? Meine Welt ist auch verschwunden. Okay, die wiederholt sich. Kann ich vielleicht... Die sagt aber nicht viel. Habt ihr nicht? Ich dachte, ich soll hier hin. Truhe wegwerfen, benutzen. Okay, kann ich gar nichts mitmachen. Kann ich das vielleicht mir in die Hand drücken? Rausholen. Nee, ich kann das auch nicht rausholen. Sag mal. Okay, ich gehe mal zu Merlin. Vielleicht ist die gute Fee einfach nicht die richtige Ansprechpartnerin.
Ey, alter Mann. Was gibt es, wenn Magie ihm auch nichts? Hä, das hatten wir schon. Ah, ich dachte, ich habe mir das richtig gemerkt. Oh, scheiße. Was mache ich denn jetzt? Das sollte doch eine Story-Folge werden. Frau, wieso? Ich kann ihr das auch... Ich kann ihr nur einen Post oder so geben. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, was mache ich denn jetzt? Ich kann die doch nicht angreifen. Oder kann ich das? Kann ich auch nicht. Was kann ich machen? Okay, hier passiert absolut nichts. Ich kann dieses Haus so verlassen. Warte. Angriff, Angriff, Angriff. Sonst kann ich nichts machen. Ah! Okay, gut, was soll's. Ich werde einfach mal rausstiefeln. In der Hoffnung, dass dann irgendwie die Lösung vom Himmel fällt. Ich weiß auch immer noch nicht, wie ich da hinkomme. Und ich sehe gerade, über mir ist auch so ein Ding. So eine Kiste irgendwie. Aber da kommt man wahrscheinlich nur mit dieser Triotech hier rauf. Und die habe ich noch nicht. Also irgendwie habe ich mir den Anfang dieser Folge anders vorgestellt. Manchmal wünschte ich, ich hätte einen von euch neben mir sitzen, der mir einfach direkt sagt, dass das falsch ist und dass ich doof bin und dass ich gefälligst umdrehen soll und irgendwelche andere Dinge anders machen soll. Was mache ich denn jetzt? Was ist das da vorne eigentlich? Ist das irgendwas Relevantes? Ach scheiße, hier war ich doch schon. Also ich hab das... Aua! Mann! Oh, geil! Ich laufe einfach über das Schlachtfeld und sammle den Kram ein. Das gefällt mir. Aua! Geilo, One-Hit. Ich weiß ja nicht, was er vorher schon gefressen hat, aber... Also eigentlich habe ich das ja gar nicht so bescheuert gemacht, oder? Von der Aufteilung her. Ich bin halt mehr so der Angriffsfuzzi. Goofy ist so der Verteidigungsfuzzi. Und Donald ist so der Magiefuzzi. Wäre das jetzt anders, wenn ich mich anders entschieden hätte? Also mal angenommen, ich hätte jetzt gesagt, ich bin der defensive Typ. Wäre Goofy dann der Angreifer gewesen? Oder ist Goofy immer der Schildmann? Die Schildmaid. Ach scheiße, ich habe Feuer auf den gemacht, ne? Das war nicht so cool. Oh, ich bin so doof, Mann. Oh nein. Also dieses Ding, was da an meinem Schwert rumbaumelt, ne? Das ist ja dann wahrscheinlich der Anhänger zu meinem normalen Schwert, kann das sein? Also ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt, aber wenn ich so laufe und nicht gerade kämpfe, dann sieht man das eigentlich ganz gut. So. Mal gucken. Okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöde. Das habe ich mir tatsächlich anders vorgestellt. Egal, ich gehe einfach mal nach Traverse, bitte. Vielleicht kann mir dieser Accessoire-Typ auch irgendwas darüber sagen. Er müsste sich mit so einem Kram ja eigentlich auskennen. Sollte man meinen. Was hast du denn da? Oh, hey! Also wenn das kein Gummistein ist. Genau. Wofür ist der? Soll das als Scherz sein? Du fliegst mit einem Gummijet und weißt nicht, was Navi-Gummis sind? Die Zwischenwelt ist kein Spielplatz, ihr Ignoranten. Wir wissen vieles nicht, na und? Wir müssen mit dem Gummijet zu den anderen Welten fliegen. Wir haben keine andere Wahl. Das ist korrekt, Meng. Ruhig, Blut. Ich dachte nicht, dass du es ernst meinst, okay? Also ich werde euch mal ein wenig unter die Arme greifen. Danke. Das ist sehr freundlich. Grundsätzlich könnt ihr mit Navi-Gummis zu neuen Orten fliegen. Ihr wollt den Klunker montiert haben, oder? Da seid ihr an der richtigen Adresse. Oh, nice. Ich hoffe, er macht's umsonst. Aber vorher muss ich noch etwas abliefern. Was müssen sie dann noch abliefern? Ach, nur dieses Buch. Okay. Es ist sehr alt. Als der Typ es vorbeibrachte, fiel es beinahe auseinander. Es war so zerfleddert, dass es kaum zu restaurieren war. Aber ich glaube, ich habe es ganz gut wieder hingekriegt. Wie auch immer, könnt ihr es für mich abliefern? Es ist das alte Haus hinter Traverse Ost. Such nach dem Zeichen einer großen Flamme. Ah, also ist das für Merlin quasi. Antikes Buch erhalten. was war das? Die Glocke über der Villa mit Kniff läutet. Es hat doch was mit den Glocken zu tun. Die Folge gefällt mir. Geht nachsehen, wenn ihr wollt. Liefert aber vorher das Buch ab. Kommt danach zum Haus in Traverse Ost. Ich werde da sein. Okay. Cool. Also habe ich gerade quasi per Zufall das Richtige getan. Das ist natürlich lustig.
Und es hat sogar was mit den Glocken zu tun, was ich jetzt am Anfang machen wollte. Das gefällt mir. So, jetzt müssen wir erstmal wieder zu Merlin finden. Okay, ich gehe einfach mal hier lang. Ey, diese Map, ne? Die macht mich fertig. Ich kann mir sowas nicht merken. Bin so, was Navigation angeht, absolut nicht zu gebrauchen. Also jedenfalls, aua. Wow, danke schön. Ich komme hier raus, weg direkt vermöbelt. Das gefällt mir nicht. Ach ja, warum springen, wenn man auch schwimmt? Oh nein, warte, man kann da gar nicht hoch. Scheiße, ich muss hier erst springen. Oh nein, vielleicht hätte ich von der anderen Seite kommen sollen. Oh Gott. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein! Nicht wegschwimmen! Oh, diese Springsachen, ne? Krieg ich Magenschweiß. So, hintenrum rein. Durch die Hintertüre. So, Merlin. Dein vergammeltes Gümmelbuch kannst du gerne wieder haben. Das ist ja mein Buch! Jo! Ihr solltet es mir also von Sid bringen. Vielen Dank. Ihr möchtet wissen, was das für ein Buch ist? Das weiß ich selbst nicht genau. Eigentlich gehört es mir nicht. Irgendwie hat es den Weg in meine Tasche gefunden. Er ist also ein Dieb. Es ist ein seltsames Buch. Ich bat Sid, es zu restaurieren. Ich werde es vorerst hier aufbewahren. Dieses Buch verwahrt ein großes Geheimnis. Die verlorenen Seiten werden es lüften. Ah, das heißt, ich kann verlorene Seiten sammeln. Ich stelle das Buch jetzt da drüben hin. Ihr könnt jederzeit einen Blick hineinwerfen. Mein besten Dank an Sid dafür, dass er es restauriert hat. Ach, und wegen eures Steins, ihr solltet die gute Feder nachfragen. Ach, jetzt geht das auf einmal. Jetzt labert ihr mich nicht nur voll mit Cinderella. Wissen Sie, was dies ist? Oh, das arme Ding. Es hat sich in einen Beschwörungsstein verwandelt. Ein Beschwörungsstein? Was ist denn in dem Ding drinne? Dieses kleine Wesen lebt in einer Welt, die von der Dunkelheit verschluckt wurde. Es erinnert mich so ein bisschen an Monster Rancher. Kennt ihr das? Da gab es auch so Steine, wenn man die auf so Dinge gelegt hat, dann sind da Viecher rausgekommen. Zusammen mit den Welten verschwinden alle Lebewesen. Aber dieses hatte ein so starkes Herz, dass es zu einem Stein wurde, anstatt zu verschwinden. Kann man es nicht retten? Doch, aber nur sein Geist. Jetzt seht her. Oha, die gut viel regelt. Bibidi babidi bu. Wie im Film. Simba kann gerufen werden. Ach, geil. Rufmagie kann nur im Kampf benutzt werden. Die Gruppe muss dabei vollzählig sein. Jedes Rufen kann pro Kampf nur einmal ausgeführt werden. Keines der Gruppenmitglieder darf dabei kampfunfähig sein. Ist die MP-Leiste für Rufen aufgebraucht, ist die Rufmagie zu Ende. Ebenso kann mit Tschüss das Rufen manuell beendet werden. Ausführlichere Informationen zu den einzelnen Rufmagien lasst sich bestimmt in Jiminys Tagebuch finden. Entschuldigung. Wann immer ihr ruft, wird es euch helfen. Es, das Simba. Wenn ihr noch mehr davon findet, bringt sie mir. Keine Angst, wenn ihr, wenn ihre Welten wiederhergestellt sind, werden sie dorthin zurückkehren. Sora, bitte rette sie. Keine Sorge, das werde ich. Auf jeden. Ich bin die kompetenteste Person. Guck ja. Loot habe ich an. So. Ich würde erstmal sagen, wir werfen mal einen Blick in das Buch rein. Aber beziehungsweise ich heile mich erstmal, wo ich schon mal hier bin. Geht zu Sid, bevor ihr irgendwo anders hingeht. Aber ich will zu den Glocken. Was soll das denn? Er hat gesagt, ich darf da hingehen. Oh shit, jetzt habe ich das Buch angegriffen aus Versehen. Ups. Und dabei ist es so alt. Ich bin blöde. Wollen wir mal gucken, was das Buch für uns bereithält an Geheimnissen. Ja. Okay. Das sieht schön aus. Sieht aus wie bei Winnie Pooh oder so. Keine Ahnung. Das ist eine Schaukel. Könnte auch Gummibärband oder so sein. Da sind Baumhäuser. Was zum Henker? Wo bin ich? Warum bin ich klein? Was war das? Eine Hütte? Hieben? Hieben? War das nicht über das Haus von IA, das eingebrochen ist? Eine offene Wiese hineinschauen? Ja, ich guck mir das mal an. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ist das irgendwie wichtig? Ach, Tatsache, es ist wirklich Winnie Pooh. Stimmt, das kommt ja auch von Disney. Oh nein. Denken, denken. Denk, 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 denk. Okay, es war nicht denken, sondern denk. Ich helfe dir mal beim Denken. Das kann ich besonders gut. Hallo. Stimmt was nicht? Alles in Ordnung. Nur denken. Oh. Ich habe überlegt, wie ich Pooh verabschieden soll. Pooh? Ja. Warte mal kurz. Du bist Pooh? Ja, ich bin Winnie Pooh. Oder einfach nur Pooh. Wer bist du? Dass er Pooh heißt, ne? Ich bin Sora.
Oh, hallo Sora. Willst du dich auch von Pooh verabschieden? Nein. Warum sollte ich? Wir haben uns erst kennengelernt. Weil alle weggegangen sind. Wie meinst du das? Nun, wir alle lebten hier im 100-Morgen-Wald. Wir sind zusammen spazieren gegangen oder haben Puhstöckchen gespielt. Puhstöckchen. Jeden Tag habe ich Honig gegessen. Wenigstens ein kleines Töpfchen wäre jetzt wirklich schön. Oh Gott, Sünde, der Arme ist allein und er hat kein Honig. Sind ja alle weg. Alle ich habe auch keine Freunde. Und mein Lieblingshonigbaum auch. Sie sind während meines Nickerchens gegangen. Denke ich. Hat aber ganz schön lange geschlafen. Wer weiß? Vielleicht sollte ich auch irgendwo anders hingehen. Aber wie verabschiede ich mich von mir selbst? Denk. Oh mein Gott. Oh, ich gucke, ey, wie Zombie. Das Bäuchlein rumpelt und pumpelt. Es rumpelt und pumpelt. Vielleicht braucht er eine Womex. Okay, ich laufe jetzt hier tatsächlich auf der Wiese rum. What the? Okay. Oh! Oh nein, das wollte ich nicht! Okay, egal. Okay, jetzt komme ich hier echt. Achso, ich kann das Kapitel nochmal lesen. Ich würde sagen, das sehen wir uns für die nächste Folge auf. Also ich finde das gerade ziemlich cool, aber ihr könnt mir vielleicht auch nochmal in die Kommentare schreiben, ob das halt irgendwie storyrelevant ist oder nicht. Ist das wichtig? Was ist das hier überhaupt? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das noch nicht, aber vielleicht habt ihr ja einen kleinen Tipp, der nicht allzu viel verrät für mich. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ist ein bisschen chaotischer gestartet, wurde dann ja aber doch noch recht koordiniert. Ja, ich hoffe, ihr gebt den ganzen Daumen nach oben und seid bei der nächsten Folge auch wieder dabei. Bis dann, Leute. Ciao.